in Hannover. Eigentlich ursprünglich mal eine Autotuning-Messe. Jetzt habe ich allerdings den... Ich überlege mir gerade das passende Wort dafür. Ja, mir liegt es gerade nicht auf der Zunge. Nein, dass du Max heißt, weiß ich. Das Airbnb-Liebhaber weiß ich auch. Aber ich habe mir gerade irgendein Wort überlegt, womit ich jetzt gerade deine Simson-Liebe beschreibe. Es ist der Wahnsinn, wie viele wirklich krass umgebaute Simsons hier in der Halle sind. Die gucken wir uns jetzt einmal an. Das ist schon viel. Da bin ich zu jung dafür und zu viel Wessi, weil bei uns gab es eher immer dieses Rollerzeug, ne? Ja, aber eine Schwalbe gab es ja schon, oder nicht? Ja, aber es haben, also ich muss sagen, von unserer Clique, 20 Mann, waren glaube ich 19 Roller und davon war 10 Speedfight und 10 Aerox. Das war dann aber 5 Jahre später. Ja, es war 2005 sowas 4, ne? Ja. Vorher war halt schon noch Schwalbe, ne? So, und das geht ja auch jetzt schon in Richtung, das ist ja richtig, richtig umgebaut, ne? Alleine hier, guckt ja mal, was das für ein Aufwand ist, den Auspuff nur zu bauen, ne? So, weil das wird aber ja niemals, auch geil gemacht, ne? Genau, das wird ja niemals eine Tüte dafür gewesen sein. Also das wird von irgendeinem anderen Auto verdreht und so weiter, ne? Dann mit dem alten Sattel, dann hier mit Anschaltung. Das Ding ist, die Dinger schieben ja echt an, ne? Also das ist ja nicht nur so... Ja, kommt jetzt mal an, aber es gibt ja mittlerweile hier, Paul, es geht ja bis 40 PS hoch, ne? Ja. Überlege, was ich stilmäßig am geilsten finde. S51 Enduro ist so mein Style eher, Simson, also da hinten. Der tut so, als wenn er keine Ahnung hat, ne? S51 Enduro und dies und jenes und so weiter. Also da Lisa ja eine S50 hatte, bin ich da ein bisschen drin jetzt, ja. Aber auch krass wie... Meinst du originale Eierpfeile? Ja, das ist eine echte Eierpfeile. Das ist ja das dann wirklich eine echte Eierpfeile. Arschlochpfeile. Hat Lisa die noch? Nee, muss ehrlich sagen, die hat sie verkauft vor einem Jahr, weil das Ding sich auch totgestanden hat. Ja. Aber auch so eine Simson, ne? Also S50 ist 51 und die Dinger, die sehen ja auch echt aus wie ein Fahrrad mit Motor oder wie ein Mofa, aber die, wie du schon sagst, die haben halt gefühlt 50 PS, die Dinger, ne? Ja, ja. So. Naja, ist aber hier, guck mal, hier. Mit dem... Ja, das sieht schon ernster aus. Nein, das ist logischerweise ein Zylinder, der in zwei Tüten geht. Hier. Einfach mal ein Auspuff. Keine Ahnung, ob das beim Zweitakter so funktioniert mit Resonanz und so weiter. Ich wollte gerade sagen, also das ist jetzt für mich die Frage, wurde das auch irgendwie errechnet oder ist es einfach nur gemacht, weil es geil ist? In dem Fall hier, glaube ich, weil es geil ist. Deine? Ja. Sag uns was, wir rätseln jetzt. Soll ich euch ein bisschen was erklären, ja? Hast du dir bei den zwei Tüten da was gedacht? Nein, gar oder nicht. Ist es Show? Gar nicht. Okay. Also alle, die quasi jetzt mit dem Motorumbau zu tun haben, also Zylinder vergrößern, den Ansaug, den habe ich mir quasi ausgedacht. Die haben alle gesagt, das passt nicht zusammen, das wird nie laufen. Ich habe es einfach so zusammengebaut, ich habe es auch per Augenmaß alles zusammengebaut und es läuft einwandfrei. Was heißt was da? Ein Zylinder, der in zwei solche Tüten reingeht? Genau, ja. Ich habe das mit den V-Bandschellen verbunden, das kannst du alles abschrauben, wenn du auch an den Motor mal ran möchtest. Wie gesagt, dann mit dem Ansaug, das ist auf der anderen Seite genauso, das sieht man auch an dem Vorderrad, das ist rechts wie links immer dasselbe, du wirst niemals eine Mutter sehen. Das ist alles quasi so ein bisschen durchdacht, dass der Zuschauer, das sagen wir mal, dass die Leute quasi sich das angucken können und immer dasselbe sehen. Was noch ein cooles Detail ist. Und auch kranker Reifen da drauf, wenn man das Reifen nennen kann. Na, das ist eine Nummer kleiner wie Klappfahrrad. Also Klappfahrrad hat 1,75 und das ist 1,5. Aber muss das denn irgendwie ausschäumen oder ist da Luft gar drin? Nicht. Also da ist ein Schlauch drin. Okay. Das ist eine 750er Honda Felge, eine Vorderradfelge. Und die ist quasi hinten noch mal drin, weil bei der Honda ist eine 5,5 hinten drin. Die hätte ich da quasi jetzt nicht eingebaut. Nur noch ein Detail, für so ein persönliches von uns, die Lampe. Das ist das Babygläschen unserer Tochter, hier unten drin. Hey, da wäre ich jetzt aber nie drauf gekommen. Ja, das stimmt, mit der Wendung sieht man es ja. Weinflaschenboden und beides steckt in so einer Blechstädter Kinderrollerfelge. Hast du dem Tüffler das genauso erzählt? Nein. Aber ich habe das schon so oft den Leuten erzählt, aber das ist immer so ein cooles Detail, weil wenn wir das können, haben wir auch immer unsere Kinder mit dabei. Ja, meine Familie steht halt 100% oder über 100% hinter mir. Was wir mit dem Moped schon erlebt haben, war schon echt cool. Du fährst mit dem Ding auch? Also das fährt auch, ja. Also ich könnte das jetzt quasi runterholen und könnte jetzt hier hin und her fahren. Also das funktioniert auch. Ja. Von was für Leistungs- und Kubikdaten redet man hier? Also wir sind jetzt hier kubikmäßig bei 63 Kubik. Aber leistungsmäßig kann ich so quasi nicht sagen, weil alleine die Übersetzung, das, sagen wir mal, bei Vollgas wird man vielleicht 35 fahren, wenn überhaupt. Echt? Gell, sag ich jetzt mal. Aber da
dadurch, dass es auch so brutal tief ist, ist es quasi eigentlich nur zum Anschauen da. Ja. Aber es war halt immer der Hintergedanke, es muss funktionieren. Es soll nicht einfach nur da stehen, sondern wenn ich das jetzt runternehme, laufen. Genau, soll das auch laufen und funktionieren. Ja. Was kostet sowas, bis es da steht? Also ich selber habe 13.000 Euro investiert in das Moped. Und wir haben jetzt hier ein Wertgutachten machen lassen. Das steht quasi hier. Wir sind jetzt quasi beim Wertgutachten bei knapp 22,5. Und die steht aber auch bei euch daheim im Wohnzimmer, oder? Ja. Das ist quasi bei mir in der Garage. Okay. Weil in den 13 wird ja keine einzige Arbeitsstunde wahrscheinlich von dir selber gerechnet sein. Also ich habe 2.600 Arbeitsstunden eingestellt. 2.600 Arbeitsstunden? Ja. Es könnten auch so 200-300 mehr sein. Das können wir nicht mehr ganz nachvollziehen. Und wie gesagt, die 13.000 Euro, ich habe fast jeden Sonntag geschraubt von früh um 4 bis abends um 6. Jetzt möchte ich wissen, weil wir rätseln die ganze Zeit schon, da gibt es ja auch Autos, die sind genauso wie dein Moped. Was ist der Antrieb dahinter? Also warum baut man was, das ja auch viel Geld kostet und Energie, ja, was am Ende, du weißt es ja von Anfang an schon, weil du eine Idee im Kopf hast, dass es eigentlich nicht mehr was ist, wo du jetzt jeden Tag mit umeinander fährst. Ne? Also ja, ist der Spaß für dich, dieses reine Anschauen und zu wissen, das habe ich gebaut oder was? Ist einfach, also ich muss dazu sagen, ich habe zwar auch mächtig oder viele Autos gehabt, ich habe immer noch einen Corrado und G60, bin aber nie irgendwie so weit gekommen wie viele, die jetzt hier stehen. Gell? Also das habe ich nie irgendwie so geschafft. Und ich habe aber schon immer dieses Hobby Simson schon immer verfolgt, mein Vater seine rausgekramt und dann, das ist nie so wirklich abgerissen. Und man muss einfach sagen, diese Simson-Szene, dieser Zusammenhalt und auch gleich die Gespräche, die gleich geführt werden und was hast du da gebaut, ist einfach phänomenal und das nimmt einen halt so mit. Ja. Dieses, und deswegen ist auch irgendwann, das war nur Schrott. Es war, ich habe sehr viele Modelle. Und habe dann quasi aus dem Schrott, den ich ja nicht wegschmeißen wollte, halt irgendwann dieses Fahrzeug gebaut und das wurde halt von Jahr zu Jahr immer krasser. Ja, und wie gesagt, und jetzt ist es halt für solche Messen halt quasi gedacht, wo ich auch echt froh drüber bin, dass ich ja auch quasi teilnehmen kann. Aber ist der Antrieb mehr die Schrauberei oder das fertige Ergebnis am Ende? Na, die Schrauberei vor allem. Ja, einfach den Leuten zu zeigen, was man mit seinen Händen erschaffen kann, wo viele dann einfach sagen, hey, das hast du jetzt nicht so gemacht, gell? So, deswegen, dass es wirklich möglich ist, was jetzt zu bauen, was du jetzt nicht im Laden kaufen kannst. Ja, ja. Ist hier noch irgendwas von Original, was du nicht angefasst hast? Also klar, das ist natürlich lackiert wurde und so weiter. Noch sind es die Griffe und das unten, das kommt aber jetzt alles noch aus dem 3D-Drucker, weil da kommt hier nochmal Low Starlet rein und da kann man die Buchstaben in verschiedenen Farben wechseln. So, aber ansonsten sind es nur noch Kleinigkeiten. Sowas muss weg. Das wird alles noch in Rot gedruckt. Mich stört auch hier unten der Gummiring. Da wird in Rot gedruckt. Hier kommt noch mal eine neue Hülle drauf. Ach, und das hier ist Zündung an ausmachen? Genau, wir haben hier quasi das Licht. Wenn die Batterie dann eingebaut ist, ist quasi hier Licht drin. Und hier ist quasi ein Totschalter. Man würde es quasi immer ankriegen. In dem Tank ist kein Sprit drin. Der Sprit kommt quasi hier oben rein. Ah, der ist komplett doppelt quasi. Ah. Nein, da ist in dem Tank quasi ist ein Feuerlöscher aus dem Auto, so ein kleiner Rotor. Auch hier sowas. Das ist quasi das Lüfterrad, das goldene, das dreht sich, um halt den Zylinder zu kühlen. Und wenn man es dann quasi ausmacht, das ist kugelgelagert und magnetisch. Und dann dreht sich das noch ein paar Umdrehungen weiter und bleibt dann stehen. Und, aber sowas gab es auch alles nicht zu kaufen? Das alles ist überlegt, gedruckt, nein, gefertigt? Ich muss dazu sagen, ich kann natürlich auch nicht alles. Ja, ich habe das Fahrzeug, was jetzt so die Metallarbeiten und sowas betrifft, eigentlich alles selber gebaut, selber geschweißt und sowas. Und das hat sich dann alles mit Instagram ergeben. Man hat Leute kennengelernt, wie der Vergolder zum Beispiel, die 3D-Druck-Leute von 3B, das ist von ZW-Parts, die alle einem so ein bisschen unter die Arme gegriffen haben. Selbst drüben, meine Kupplung ist ja komplett 24 Karat vergoldet. Da kann man ja auf der anderen Seite quasi reingucken. Wird Wotzi noch neidisch hier heute. Aber auch hier, auch dieses Teil ist auch wieder doppelt. Also das, was doppelt raus muss, geht auch doppelt rein hier, ne? Genau. Links, genau, rechts. Das sieht auf der anderen Seite genauso aus. Hier habe ich das Seitenblech abgemacht, dass die Leute halt auch mal sehen können, was dahinter steckt. Und das sieht aber auf der anderen Seite genauso aus. Ja, und wie gesagt, wenn dann selbst der Vergaser in Rot lackiert wird, dann... Ja. Alle Schrauben, jede Unterlegscheibe, alles 24 Karat echt vergoldet. Ja, selbst auch bei diesen kleinen Details drauf geachtet.
Ja, also meinen vollsten Respekt hast du, echt der Wahnsinn. Dankeschön. Aber wie du selber schon sagst, das sind halt tausende Stunden. Das ist halt schon krass. Aber wie gesagt, auch solche Momente hier, ja, das macht einen natürlich stolz. Wenn du gerade hier stehst und das Moped dann noch mit abfilmst und wir uns darüber unterhalten, das finde ich einfach klasse. Das Coole ist halt bei dem, was wir machen, es ist scheißegal, ob das jetzt eine Dünsom, ein Roller, ein Auto oder wie auch immer ist. Es, ist halt, es geht um die Arbeit und den Fleiß, den man da reinsteckt. Ja. Und das kriegst du halt nirgendwo geschenkt, sondern das muss man einfach machen. Ne? Genau so. Die meisten werden halt auch bewusst machen. Ja, okay, da. Ja. Da steckt es drin, wenn ich überlege, das Schutzblech, das sind 5 Schutzbleche, das hat mich alleine 90 Stunden gedauert, hat das an Zeit gedauert. Das heißt, hast du einen Monat lang nur so ein Schutzblech erstmal gebraucht, ja, was? Genau. Genau. Das ist, da stecken so viele Details in dem Schutzblech, die alleine diese Seiten hier, Seitenteile, die sind einmal rumgedreht, weil sonst die Kette hier nicht vorbeigekommen wäre, weil das sonst zu größer geht. Das hätte man wegschneiden können, da wäre aber die Form nicht entstanden. Dann ist hier ist quasi ein Dreieck rausgeschnitten, das ist drüben eingeschweißt, damit man quasi die Rundung mitnehmen kann. Schön. Das ist wirklich so viel in einem, was quasi, ich sag mal, die Leute so nicht sehen, das muss man halt quasi erklären. Und so Blecharbeiten hast du aber gelernt? Also bist du irgendwas? Also ich bin gelernter Kfz-Mechatroniker und habe mich dann ausbilden lassen zum Karosseriebauer. Ja, und jetzt arbeite ich aber beim Sattler, der mir damals der Polsterband, der hat mir damals quasi die Sitzbank gesponsert. Da war ich noch gar nicht so weit, dass das Moped so großartig darstellt. Ja. Mega. Cool. Ja. Geiles Ding. Und das nochmal in klein. Wir schon mal kurz vielen Dank fürs Zeigen. Dankeschön. Ja. Ja, Wahnsinn, ne? So, Max, was hast du hier? Enduro Lisa, oder wie? Ja, das ist geil. Aber hier hast du, um das noch abschließend zu sagen, gleich nochmal ganz andere Farbkombi, ne? Also gleich, wenn so ein bisschen Farbe ins Spiel kommt, ist es gleich wieder komplett anders. Deswegen bin ich so ein weniger Show-Typ, ne? Eher so, wobei das ist ja auch Show, aber sieht noch ein bisschen mehr nach Nutzen aus. Ich glaube, das Teil hier ist letztes Jahr schon hier irgendwie mal kurz rumgefahren mit so einem Typen. Ich dachte mir so, das ist Vorlänge, das hört sich geisteskrank an. Die Dinger, du merkst es, ne, wenn der Gas gibt, dass die Dinger richtig zukommen. Ne? Richtig, oh, oh, wie der hochgeht, ist krass. Lachst du? Schönen Tag. Das ist meine? Ja. Geil. Sieht wild aus. Ja, ist halt mal was ganz anderes, ne? Warst du letztes Jahr mit dem Ding auch schon da, ja? Nein, ne? Da gab's die noch nicht. Ja, aber letztes Jahr waren auch ein paar S51 oder Enduros oder irgendwas, also da ist einer mal hier draußen lang, ne? Boah. Ich habe die 22 aufgebaut, angefangen aufzubauen und da war die halt noch im normalen Blechkleid und das, was jetzt hier stehen siehst, ist halt komplett aus Carbon. Also halt wirklich mal das gemacht, was keiner macht. Oder was viele jetzt machen, aber hat man wirklich ausufern lassen. Das war mal eine S50 oder S51, genau. Oder? Genau. Carbon heißt? Carbon, komm, gehen wir einmal kurz. Alles, weil du ja auch so Carbon-Fetischist bist, ne? Sage ich jetzt mal. Und es ist halt alles, was du hier siehst, ist echt Carbon. Ja, ja. So? Ja. Kannst du hier reinfahren? Also ich bin da genau auf deiner Seite. Ich finde das halt mega geil. Und das ist halt schon brutal, ne? Der Anschluss alleine ist geil, ne? Ja, klar. Ist Edelstahl oder was ist der? Ja, den pressen die oder kennst du ja aus, ne? Ja. Den kleben die dann ein. Das Ding ist aus 2 Teilen. Und ich bin jetzt nicht so tief. Die Form ist aber original. Das ist eine originale S51-Tankform, so wie du das jetzt hier siehst. Und da bauen die sich eine Form dann dazu. Gibt jetzt natürlich verschiedenste Hersteller, die das machen. Und naja, siehst du ja, was dann. Du kannst es. Weil das ist ja schon in Sachen Carbonbau die Oberliga, ne? Also das ist schon. Du siehst ja hier den Schnitt. Also eigentlich machen die das aus mehreren Teilen. Hier hast du den Schnitt und wir verdecken das halt jetzt über die Aufkleber. Ja. Genau. Also das ist schon. Und gefrästes Alu findest du auch geil. Ja klar. Ich finde halt alles, was so. Was nicht original ist, geil, ne? Ja. Aber hast du jetzt auch wirklich einen messbaren oder belegbaren Gewichtsvorteil gegenüber einem Zelt? Das brauchst du bei so einer Kiste hier mit 80 Kilo eigentlich nicht. Yeah, also wenn du da 2 Kilo weniger hast und hast dann aber 16 oder 20 PS in so einem Moped, dann ist das ja sowieso schon egal. Und die wird auch noch gefahren? Leider nicht. Nee, die ist wirklich nur für... Weil zu schade? Oder? Nee, weil du die nicht fahren darfst. Also die 3.0er Felgen, was du jetzt hier drauf hast, darfst du schon gar nicht bewegen auf der Straße. Legal. Der Tank ist leider, brauchst du ja für alles ein Splittergutachten, die sind ja mit dem TÜV überall hinterher. Der Auspuff von Martin her mit der Umwandlung. Keine Schade, weil eigentlich, ja. Du hast ja sogar dadurch, dass du eigentlich ja nicht mehr auf der Straße fahren darfst, ja trotzdem Blinker, Scheinwerfer, Schutzbleche. Das ist alles funktionell. Also du könntest das Ding, wenn du jetzt den Auspuff wegmachst, weil der zu laut ist. Falsches Land quasi. Ja, richtig. Also du kannst die so, könntest du die schon fahren. Ja. Genau. Läuft die jetzt so, wie sie da steht? Ja. Das darf man aber hier nicht anmachen und dann fahren. Nein, ich glaube, da geht die RWA-Anlage wieder an. Wir haben das ja schon mal getestet. Vor einem halben Jahr haben wir in Erfurt eine Messe mitgemacht mit den ganzen Fahrzeugen. Und da
war öfters mal die Feuerwehr am Telefon und hat gefragt, ob da jetzt irgendwas brennt. Weil die Dinger riechen halt schon geil, ne? Ja, die riechen mega. In Erfurt hatten wir das auch schon mal. Da hat Paul mit meinem Roller unbedingt einen Burnout gemacht. Genau. Und da kam auch ganz hysterisch einer reingelaufen, weil das, ich weiß gar nicht, wie es in der Halle ist. In Erfurt auf jeden Fall ist auch so eine klassische Löschanlage drin, wo ein riesen Wassertank ist, der dauerhaft unter Druck ist. Ja, genau. Du kannst den Druck, wenn er auslöst, auch nicht ausmachen, sondern die ganze Halle wird mit dem Wasser, was seit 20 Jahren den Tank schickt, geflutet. Richtig. Und das ist so eine richtige braune Mumpe. Wie Heizungswasser, oder? So ungefähr. So, ja, gut, Alter. Ganz genau. Ja, wenn das angegangen wäre, wäre vorbei gewesen. Ja, ja. Ja. Genau. Ja, und Gerät. Ich find's halt mit dem Carbon. Du kannst halt jetzt in der Szene so viel machen, ne? Das gab's ja alles nicht. Was ist das jetzt hier wieder? Kubik, PS? Die hat jetzt nur 70 Kubik. Sieht nach viel, viel mehr aus im irgendwie. Im Gegenteil zum Dunisigner 70, aber die hat halt trotzdem 16 PS, ne? Das geht auch ordentlich da drin, ne? Das geht ordentlich vorwärts. Aber ist schon so, dass sie fertig abgestimmt ist, das Ding? Und ja, ja, die ist so, ist sie fertig. Und das gleiche Gerät bauen wir jetzt nochmal mit dem TÜV. Also wir haben jetzt eine TÜV-Begleitung ohne so viel Carbon. Es gibt dann Seitendeckel in Carbon. Wir bauen das gleiche Gerät jetzt nochmal in einer anderen Farbe. Aber wie läuft das dann? Kann man dann auch bei einer 50er einen 70er eintragen? Oder wie richtig, ist das denn? Richtig. Du kannst ganz normal, du lässt die, holst dir über die KPA, holst dir die normalen Papiere, dann trägst du das auf dem Motorrad um. Kriegst dann ein richtiges Kennzeichen dran als A1 und dann kannst du mit dem Ding halt legal eine 125er sozusagen auf der Straße fahren. Also du hast dann eine bestimmte PS-Klassifizierung, wo du nicht drüber darfst, aber du kannst sie dann legal fahren. Wenn die Auspuffabgase oder die Lautstärke von dem Auspuff passen, kannst du das bauen. Wahnsinn. Das ist schon geil, ne? Ist auf jeden Fall auch so ein Gerät, wo man sich so, egal wo man drauf guckt, man findet immer wieder noch ein Detail. Was ja, die ist halt wirklich extrem in Details gemacht, ganz genau. Ach, geil. Ja, cool. Aber geiler eigener Stil, die Mischung aus dem Carbon und dem Gold. Ja, die ist jetzt ein Jahr ist sie jetzt fertig oder dieses Jahr ziehe ich die halt von einem Treffen zum nächsten und das geht halt schon durch die Decke, das Gerät. Gibt es irgendwas, was du noch umbauen wollen würdest oder sagst du wirklich so, wie sie hier steht, fertig ist? Naja, fertig ist sie nicht. Du wirst nicht fertig. Blinker sind auch echt geil, ne? Das sieht echt gut aus. Schön klein, ne? Das ist so, wie so Harley-Zubehör oder sowas. Nee, das kriegst du im normalen Poloshop zu kaufen für 20 Euro. Du musst halt noch schauen, dass du das halt wirklich für dich dazu selbst kreierst. Da sind viele Eigenkreationen mit dabei. Also wir bauen jetzt nochmal im Winter auf Doppelscheibe um und hinten kommt auch nochmal eine Scheibenbremse, ob du das jetzt brauchst oder nicht. Sieht halt noch cool aus. Sieht halt cool aus. Ist da gerade eine Batterie drin in dem Herzkasten oder kannst du den Blinker mal anmachen? Kann ich mal. Würde ich gerne mal sehen. Krass. So, das ist so 2024, aber eigentlich 1975. Ne? Ich finde das echt geil. Also. Aber schon hell. Das ist auch, so übel. Ist alt auf neu ist schon cool. Ne? Ja. Genau. Was mich am meisten nervt hier gerade, dass man das Ding einfach nicht auf der Straße fahren darf. Weil es so geil, ne? Eigentlich müsste man damit fahren dürfen. Ja, ihr steht ja nur hier vorne. Da wir ja aus der DDR kommen, ne? Wir haben ja wirklich hier viele Sachen hier so integriert. Wobei ich glaube, je nachdem, wo natürlich der Polizist, der Ahnung hat, da würde es natürlich sofort Ärger mit geben. Aber ich persönlich hätte niemals gedacht, dass man bei einer 50er überhaupt irgendwas eintragen kann. Also da gibt es für mich eh nur legal und illegal. Oder du machst einfach, schmeißt das Ding in T5, fährst in Italien Urlaub, das juckt doch keinen Schwanz. Da stürzt nicht. Oder wenn du nach Polen fährst, kannst du mit dem normal auf der Straße fahren. Weil jeder, der ja damals nur an das Ritzel angebaut hat, ist ja eigentlich schon illegal gefahren. Ne? Natürlich. Da kannst du auch mitfahren. Ne? Also. Wir waren ja letzte Woche auf einem Treffen, da hatten wir nette Polizisten mit dabei, die haben dieses Treffen begleitet, in dem Sinne, dass die halt mal geschaut haben, dass nichts passiert. Ja. Und die waren bei uns am Stand und da haben wir die halt mal gefragt, was denn jetzt ist, wenn ich mit dem Ding auf der Straße angehalten werde. Und da haben die halt gesagt, was ich für eine Fahrerlaubnis habe, weil am Ende des Tages habe ich eine richtige Motorradfahrerlaubnis. Wenn du mit dem Ding auf der Straße erwischt wirst, hast du zwar keine Versicherung auf das Gerät, aber die nehmen dir das weg, du kriegst es wieder und Strafe wirst du schon bezahlen, aber das würde jetzt nicht so viel passieren, wie die Jugend, die halt solche Sachen halt haben. Genau. Bei mir war es damals halt auch, durftest halt damals nur dementsprechend 25 km/h eigentlich fahren. Ja. Wenn das Ding halt 100 fährt, ist halt fahren und Vorschau. Na, ist klar. Komisch. Es war so. Es war sogar 107. Diesen Mofa-Lappen, den hatte ich auch einmal, mal. Ja. Ich glaube einmal 107 und einmal 118 oder ich geschafft. Also statt auch in der Zeitung so. Naja, also ich war auch mal in der Zeitung bei uns. Das würden wir wahrscheinlich auch schaffen. So, und das war auch damals genauso illegal, wie als wenn du heute hier ein 50er-Schild dran flankst und mit dir hinkommst. Wie illegal. Ja. Nee. Nein, das ist auch wirklich so. Also, ja. Ich finde es halt cool. Ja, ist und mega. Ich bin, jetzt muss ich mir dazu sagen, ich bin 50 Jahre alt. Mhm. Und
das Moped habe ich als Kind gefahren. Ah, geil. Also so die Kiste habe ich halt schon wirklich als Kind selber und gehabt. Stand das auch die ganze Zeit bei dir rum? Oder ja, genau. Das war bei mir auf dem Speicher, bei meinen Eltern. Und vor 2 Jahren haben wir sie halt geholt und haben gesagt, jetzt mit den Sachen, die es jetzt gibt, jetzt machen wir das genau noch. Ich habe sie mit ins Grab quasi. Genau. Ich habe tatsächlich die Herkules-Mofa auch noch. Ja. So, das ist viel zu schade. Jetzt gucken wir uns nochmal eine. Dann gehen wir zum Toni. Das ist glaube ich, genau. Vielen Dank, geiles Ding. Genau, hol dir mal den Rand. Also im Augenwinkel, Philipp, sieht das aus wie so eine... Wie heißt das? Tausender mit dem Simpson-Motor. Ja, Coffee Racer irgendwie so, ja. Hi. Fuß. Hi. Warte, ich komme mal so rum. Komm mal rum, los. Ist das noch Simpson oder ist das eigentlich eine Tausender mit Simpson-Motor, habe ich mir gerade überlegt? Nö, das ist tatsächlich noch Simpson, laut Papiere. Also das Teil hat ja letztendlich eine Abnahme als Kleinkraftrad, also bis 125 Kubik. Man muss zwar noch mal ein bisschen nachkorrigieren, weil diverse Teile haben sich nach der Abnahme noch mal geändert. Aber ja, es hat letztendlich eine Abnahme, ja. Das ist ja wieder komplett Philipp, er schaut schon Billet. Ja. Ich persönlich mag auch blankes Alu so gerne. Ja, ich auch. Also so blanke gefräste Teile finde ich voll geil. Ja. Und generell, ich glaube, jeder, der Zweirad fährt, findet einfach Ölitzteile geil. Jo, weißt du? Genau. Da kann man auch jeden Tag drauf gucken, das sieht immer geil aus. Sieht einfach in Sachen, wie man ein Fahrwerk macht, ist für mich einfach das Hochwertigste. Ist einfach so. So ist es. Boah, vor allem, guck dir mal den Reso von der Seite an, das ist geisteskrank. Eine Ölins aus der Ducati Panigale. Ah, ernsthaft? Ja, das ist aus der Panigale. Also die Gabel alleine revidiert für ein Federgewicht für das Moped, also um die 85 Kilo. Plus mein Fahrergewicht sind eben diese Federn, das Öl und so weiter, alles angepasst. Ja, aber das heißt, normalerweise bei einer Panigale ist das doch alles viel, viel, viel massiver. So, also egal, ob es ist, der Abstand ist Panigale auch noch? Das ist alles Panigale. Also dieser, ich sag mal, Steuerkopf, Brücke und so weiter, ist alles original Panigale. Anders wird es dann nur bei der Aufnahme. Philipp, das ist ja komplett dein Moped. Ja. Guck dir das. Mit der S-Zeichen, oder? Aber witzig, gleich nochmal ganz anderer Stil jetzt hier. Ne? Also da haben wir wirklich drei verschiedene Stile, aber halt sowas halt, ne? Und wenn hier so guckt, dass das so. Das ist auch Panigale, der Sattel? Der Sattel ist so von der Panigale, ja. Und aber dann die Felge ist eine Felge ist Simpson, halt umgearbeitet. Das seht ihr drin. Ja, aber da ist ja nicht mehr viel von der Simpson an der Felge, oder? Ja, der Kranz ist schon Simpson, das ist ein 3 Zoll Kranz, verstärkte Speichen, 4er Speichen. Ja, aber gab's einen 3 Zoll breiten Kranz für die Simpson original? Ja, jetzt mittlerweile so im Nachbau gibt's das. Ne? Aber original nicht, ne? Nee, aber was hat sowas original? 1,5? Ja, 1,5 oder so, mehr war es nicht, genau. Ja, um auf das Maß zu kommen, sind halt nochmal Adapter gefräst. Die Scheibenbreite bzw. diese Flucht zum Sattel zu herzustellen und ja. Und wie viel Kubik? Das sind 130 Kubik. Der sieht auch schon riesig aus. Ich sag dir, das Ding wird so heftig gehen. Ja, das geht brutal. Das ist halt komplett CNC gefräst rum und auch Kopf. Zylinder ist bearbeitet, ist aktuell abgestimmt auf 32 PS, aber relativ fett. Das heißt, man könnte das Ding natürlich auch noch weiter abmagern und es würde auch nur mit 35, 36 PS das hier drücken, aber das ist unfahrbar, ne, bei einem 80 Kilo Moped. Doppelschalldämpfer, damit es leiser ist oder Optik? Nee, es ist leider absolut nicht leiser. Es ist schweinelaut. Ich dachte auch, okay, baust 2 Dämpfer und kürzt die originalen und dann ist es leiser. Es hat nicht geklappt. Es hämmert wie Sau. Aber was ich gerade geil finde, ist, dass der Auslass von den Dämpfern fett ist. Ja, ursprünglich war es eigentlich mal so gedacht, dass wenn man fährt mit dem Teil, sich die Schuhe nicht so versaut. Das hat leider nicht geklappt. Die spuckt so viel aus. Also ja, mit weißen Schuhen fahren ist hier. Kannst du stecken lassen, das wird nichts. Ja. Ja, aber das heißt, weil du sagst, es ist unfahrbar, egal welcher Gang, einfach aus Hinterrad. Ja, es ist auch so gebaut, es ist ein Sondergetriebe, es ist nur ein Viergang, weil ja in der ganzen Moped-Bereich das Problem ist, umso mehr Gänge du in diesen Block reinpackst, umso dünner werden die Flanken der Ritze. So, Problem ist gerade zweiter Gang, Resonanz, das Ding ja wahnsinnig. Ne? Und du schredderst ja freiweg den zweiten Gang. Das heißt, ich habe jetzt bloß einen Viergang verbaut und habe den vierten Gang unheimlich lang. Das heißt, du musst den dritten unheimlich ausfahren und in Resonanz bleiben, dann schnell den vierten und dann zieht die das gnadenlos durch. Ja? Entscheidende Frage, jetzt hast du Fahrwerk von der Panigale, fährt das auch anders? Also merkt man hier einen großen Unterschied, weil alles anders ist? Das fährt also nicht mehr wie ein Moped. Bremse vorne ziehen, alles. Du hast du einen wahnsinnig geilen Weg, das zu dosieren. Ne? Es ist nicht so, dass du das antippst und das steht. Also das Verhältnis von dem Bremskolben oben zu dem hier unten, das ist auch berechnet. Deswegen kannst du das wirklich ganz, ganz fein dosieren. Auch die Kupplung ist ja hier hydraulisch. Ich wollte gerade mal fragen, darf ich die mal ziehen? Weil das ist ja hydraulisch-mechanisch, ne? Ja, komplett Hydraulik bis runter auf den Nehmerzylinder.
Sag mal, Problem ist einfach, diese KS7-Kupplung, die es dort gibt, die überträgt natürlich ordentlich Drehmoment, aber du kriegst sie über den Bautenzug natürlich ganz schwer gezogen. Und das kannst du mit der hydraulischen halt so geil dosieren. Hast du dir hier die Blinker mal angeguckt? Ich wollte dich schon fragen, finde sie. Die haben eine Prüfnummer übrigens. Ne? Also, ja, die sind offiziell zugelassen. Das sind Kellermann Mini-Blinker. Die werden wahrscheinlich auch sackhell sein, wenn du die anmachst, oder? Aber der Auspuff ist nur eins. Weißt du, was richtig schade ist, wenn er erzählt, wie das geht und wie es sich anhört und du kannst es nicht anmachen? Ich habe gesagt, schmeiß mal an, aber ja. Aber es sieht aus, als würde es echt geil fahren. Also, das fährt so, mega geil. Das Fahrwerk ist einfach für dieses Moped. Nur der Reifenglanz muss vorher runter wahrscheinlich. Nein, das muss runter, ne? Aber das fährt fahrwerkstechnisch brutal geil. Aber ist echt lauter als der Vollcross? Ist mega laut. Ich glaube, die meisten Zuschauer kennen dieses Wettbewerbs-Vollcross-Geräusch gar nicht mehr. Ja. Früher war das ja normal, dass auf jedem Acker irgendwie mal so ein Ding gefahren wurde. Aber heute, weißt du, gerade die Viertakter hörst du ja kaum noch. Ne? Ja, ist das echt laut? Ganz brutales Zweitakt-Röhren, ne? Wenn man das so nennen kann. Ich finde immer geil, mit mehr Hubraum wird ja logischerweise die Böen auch immer größer, ne? Wenn das so eine. So, die Oberliga ist dann immer diese Snowmobil-Motoren, die man im Internet manchmal sieht, die ja dann irgendwie pro Zylinder 200-300 Kubik haben, wo dann so ein Böen drauf ist. Gibt es auch irgendein Teil, was original Simson ist? Naja, komplett original wahrscheinlich nicht mehr, weil selbst der Rahmen ist in jede Richtung verstärkt. Da sind überall Knotenbleche drin, Winkelstreben und so weiter, um das überhaupt so mitzumachen. Auch diese Enduro-Streben, die es ja damals original gab, die sind stärker nachgebaut in 22 mm. Also das ist eigentlich ist fast nichts mehr original. Das ist, wenn du von hier so drauf guckst, würdest du niemals denken, dass das genau, ein Simson ist. Ich kann's gerne mal hier, du hast quasi auf den Tacho-Film Herzkasten umbauen müssen, wahrscheinlich ja, wegen Luft, oder? Ja. Also Luft ist ja beim Zweitakt immer ein Riesenproblem, weil du kriegst ja so schnell, strömt es gar nicht nach, wie der Motor das braucht. Krass. Und was hat es mit dem RS-Logo hier auf sich? Ja, ich bin Audi RS. Ich sage ja, das wäre deine Simson. Und ich habe mir auch ein paar Tipps von dir abgeguckt, wo es damals losging, dass du auf Titanschrauben an der Limo gesetzt hast. Hättest du es mal lieber sein lassen, ne? Habe ich auch hier gemacht. Also ich habe auch hier ganz viele Titanschrauben verbaut. Das ist krass. Krass. Und so weiter. Ja, das ist alles Titan. Aber mit den Titanschrauben ist dann schon, wenn man einmal anfängt? Ja, meistens. Absolute Macke. Ne? Also brauchen tut man das sicherlich nicht, aber... Hier auch nochmal die Unterlegscheiben, die extra nochmal leichter gebohrt sind. Gibt es tatsächlich. Naja, es gibt da tatsächlich Unterlegscheiben, die extra nochmal gebohrt sind. Oh Gott. Ja, wobei ein paar Titanschrauben ist ja schon gut, weil je länger ich drauf gucke, eigentlich ist ja schon alle Schrauben wieder Titan, ne? Ja. Also die es von den Maßen halt gab. Ne? Auch der Lenkungstempo ist halt eine mega geile Sache. Ne? Viele denken, das ist Blödsinn. Aber das ist wirklich so, dadurch, dass das Ding einfach dazu neigt, in absolut jeden Gang aufs Hinterrad zu gehen, hast du beim Wiedereintauchen halt ganz auf dieses Schlinger. Ja, wie das auch bei der Rennmaschine kennst, dass dann anfängt, die Gabel so zu tanzen. Das nimmt der komplett weg. Jetzt nochmal für mich, du fährst damit auf der Straße oder fährst nicht mit auf der Straße? Also, ich formuliere die Frage an, es wird gefahren, das Teil. Es wird gefahren. Ja, geil. Sympathisch. Also ich würde es auch machen. Also, oder? Also, wie gesagt, wenn das Ding, das ist mein Nachbar, wenn das Teil am Wochenende angeht, das wird ja 300 Meter weiter vorne. Ich würde auch immer, wenn du von vorne mehr gehen kannst, würde ich immer denken. Es ist auch immer abhängig von Bundesland zu Bundesland. Die Erfahrung muss ich bei meiner Freundin schon machen, weil die kommt in eine Halle und da fährt man auch noch mit anderen Sachen auf der Straße, was bei uns in Bayern nicht mehr geht. Es ist auch einfach so, ich sag mal, wenn du angehalten wirst bei uns, dieses Moped hat 3 Seiten Zulassung hinten dran. Der Polizist, der dich anhält, der guckt sich das an, sagt er, hat sich keinen Bock, den Tag zu versauen wahrscheinlich. Genau, heute nicht mehr. Komm, wir machen Feierabend. 2 Stunden ist Schicht rum, wir machen Feierabend. Ja. Vielen Dank, Toni, geiles Ding. Ja, gerne. Wirklich, wildeste Simson, die ich bisher gesehen habe. Zumindest so, was Umbauarbeiten angeht, dass wirklich mal einer andere Gabel da reinflankt und so weiter. Werden natürlich viele sagen, was ist da dran noch Simson, aber ich finde es trotzdem geil. Ja, klar. Geil. Mega. Ja, vielen Dank. Ja, einfach unfassbar, wie man so viel Herzblut, Elan in so ein Moped schieben kann. Ich verstehe es zu 100%, weil eine Sache, die beim Auto immer schwierig ist, ist es bis zum Ende durchzuziehen. Man macht und macht und macht und kommt nicht so richtig voran. So, ne? Und hier ist beim Motorrad ist es natürlich so, dass es alles ein bisschen überschaubarer. Ne? Da kannst du mal alleine den Motor hochheben, da kannst du mal zum Lackierer fahren und der bringt dich nicht sofort um, weil es von der Fläche her ein bisschen weniger ist. Ne? Das ist alles so genau, man braucht nicht eine Hebebühne, man kann das übertrieben gesagt bei sich in der kleinen Art machen. Ne? War das bei dir auch so mit 14, 15, 16? Warst du extrem Zweitakt oder Rollertuning, Mofa-Tuning? Meine Mutter, die Mofa, die ich immer noch habe, das ist meine Mutter schon mit zur Schule gefahren. Die stand schon 5 Jahre lang bei uns hinten im Schuppen und ich habe die ganze Zeit drauf gegeiert. Und irgendwann, da war ich 13 oder 14, da waren meine Eltern weg und ich habe das Ding aus dem Schuppen gezogen, mit dem Kumpel angemacht. Da kam die nach Hause und ich
Zylinder mit Auspuff, volles Rohr. Auch so mit Streber einschweißen, damals in 15. Geil. Gar keine Ahnung gehabt, aber Ding voll trotzdem. War ständig im Arsch, aber vor. Aber das Projekt. Ja, ja. Das waren auch noch so die Zeiten, das Ding fuhr halt nur auf einer Laststellung. So, ne? Also du konntest wirklich nur Vollgas, weil für alles andere fehlte noch die Ahnung. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Ein bisschen Simson-Thema von den PS-Days. Ihr seht, das ist eine Thematik, die ist übergreifend auch zu den Autos, weil es ist immer so, es gibt keinen Simson-Tuner, der auch nicht Autofan ist. Gehört einfach genauso zusammen. Ne? Am Ende drehst du Schrauben rein, raus und hast Spaß daran und das ist ja dann völlig egal, ob das zwei oder vier Räder sind. Also, ja. Das ist eine kleine Simson-Episode. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und freut euch über weitere Videos.